Warte auf aktiven Protestbericht. Okay. Das ist jetzt ungünstig, dass wir nicht mit dem Ding hochgefahren sind. Bei dir war doch irgendwo unser... Ja. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht durch die Lücke nach unten fallen. Wir könnten dann mal in unsere Base zurück. Der große Auftrag. Du willst Sky Larsen ins Visier nehmen? Oh, viel mehr als das. Das Problem ist, Larsen wurde seit fast 2 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Und man kann kein Hologramm töten. Ich habe versucht, sie aufzuspüren. Ich habe auch ihr Haus hier in London gefunden, aber... Tja. Aber warum? Sky Larsen ist ein Genie. Ihre Arbeiten zu KI sind revolutionär. Ohne sie hätten wir Bagley nicht. Was hast du gegen sie? Eine Menge. Aber das solltest du selbst sehen. Ihre Villa steht in Westminster. Was du da zu sehen kriegst. Sie hat die Verbindung getrennt. Ich würde sagen, wir könnten ja dann vielleicht mal nach in unsere Base gehen. Oder wir suchen uns einen Shop. Wo können wir uns an dem Shop einfach umziehen? Bagley, kannst du Sky Larsens Haus lokalisieren? Aber sicher. Ich übertrage die Koordinaten. Mal gucken, was wir so für neue Masken und so haben. Und sie gilt nicht gerade als Angsthase. Was auch immer in der Villa vor sich geht, es muss übel sein. Wir haben erst so eine coole Löwenmaske eingesammelt. Finde ich ganz witzig. Sag mal, warum stehen die denn alle auf der Straße? Ich habe das in deiner Story gesehen, Julia, dass du ewig da in der Sonne auf die Fähre oder sowas gewartet hast. Da hätte ich ja schon keine Lust mehr gehabt, wäre ich direkt umgedreht. Direkt. Du hast Sky Larsens Londoner Haus erreicht, das bekanntermaßen seit 2 Jahren leer steht, nachdem Larsen öffentlich nicht mehr aufgetreten ist. Viel Glück beim Reinkommen. Hm.
Brauchen wir einen Schlüssel. Alle sind für die Sicherheit verantwortlich. Achten Sie auf Ihre Umgebung und melden Sie jegliche Verdächtigen. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Ja, was ist hier Schlüssel? Hier Schlüssel. Hinweis, die Wasserkochvorschrift in London ist immer noch in Kraft. Alle Personen sind dazu angewiesen, Wasser vor der Aufnahme 5 Minuten lang. Apropos Terrorkrümel. Jemand Ideen für Geschenke für ein Kind, was 5 wird? Nächste Woche, also nicht der Montag, der jetzt kommt, sondern der Montag drauf, hat quasi ja meine Nichte in Spee Geburtstag. Meine Stiefnichte. Nichte in Spee. Ja, das kann man jetzt auch sagen. Von meinem Schwager in Spee. Tochter. So drehst du dich denn auch um? Gibt's doch nicht. Leisten Sie Ihren Teil. Melden Sie verdächtige Aktivitäten. Ja, ich brauche noch ein Geschenk. Oh, nicht wieder so ein komisches Rätsel. So, und von oben brauchen wir jetzt dann auch noch Strom zum Entsperren. Hä? Ach, das läuft die Zeit ab. Okay, warte. Der SARS berichtet, dass es seit der Partnerschaft zwischen der Stadt und Albion Jahr für Jahr zu weniger Gewalt ist. Ich brauche von hier unten noch Strom. Dann muss ich das drehen. Also wie kriege ich denn da hinten gerade... Ich brauche dort hinten Strom. Oh. Oh.
Ich werde wahnsinnig, ich hatte es gerade fast. Schwere Geburt. Vor der Schleuse, ja, ist eine Doppelschleuse, der kann man normal an der anderen Seite drüber, aber wird natürlich gerade repariert. Ja, so ist das. Buch oder Puzzle. Ja, das stimmt, die hat halt auch viel. Die hat die letzten Jahre von mir immer Bücher bekommen oder ein Ausmalbuch oder keine Ahnung. Die hat halt so viel. Ich hasse solche Rätsel. Ja, vor allem fand ich hier die Perspektive richtig widerlich. Ich von unten. Nee, das war richtig eklig gerade. Willkommen zu Hause, Sky Larson. Ich freue mich, dass Sie nach Ihrer längeren Abwesenheit wieder hier sind. Oje, besser mit Spielen. Mir fällt gerade was ein, Chat. Ich muss kurz raustappen. Ich hatte... Nochmal raustappen. Ich hatte meinen Task Manager noch gar nicht offen. Ups. Aber ist alles gut. Wir sind Sky Larson. Aufzug gesperrt. Wie wäre es mit etwas Musik, während Sie es sich bequem machen? Was würden Sie gern hören? Etwas, wobei ich nachdenken kann. Sky, Sie haben einige Zeit nicht mehr in Ihrem Labor gearbeitet. Ich möchte Sie bei Ihren wichtigsten Projekten auf den neuesten Stand bringen. Bitte kommen Sie nach unten, wenn Sie bereit sind. Du machst eine Tour durch Sky Larsons privates Labor? Unfair. Falls Sie mit dem Betrieb des Hauses unzufrieden sind, kann ich das Service Center von BrokerTech kontaktieren. Schlüssel aktiviert, Aufzug entsperrt, Zugang zu Kellerlabor frei. Schenke ja einfach deine alte Playstation. Nee, brauchst du nicht. Die haben selber auch eine Switch und eine Möchten Sie vielleicht Xbox, glaube ich. Möchten Sie vielleicht Ihr Labor aufsuchen? Möchten Sie... Ich mag die Stimme des Bauarbeiters. Ja. Ist okay. Ich glaube, das habe ich bei Susi schon Willkommen mal gesehen. Willkommen in ihrem Labor. Okay, daran erinnere ich mich. Krass. Sieht das sonst noch jemand? Du bist zu weit unter der Erde für ein Signal. Es liegt wohl an dir, alle Informationen zu sammeln. Ein Haus unter einem Haus. Doppelt hält wohl besser, was? Ich habe einige ihrer alten Experimente rekonstruiert, die Sie sich vielleicht wieder ansehen möchten. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich möchte auch sowas im Keller. Ja, das ist schon schön, ne? Ich würde das jetzt auch nehmen, wenn es nicht im Keller wäre. Ich würde es auch nehmen, wenn das ebenerdig stehen würde, das Haus zum Beispiel. Ich finde solche Häuser viel... Shinnet Larson?
Ich finde solche Häuser hier viel. AR, Datenrekonstruktion läuft. Charismatischer als dieses weiße. Rein. Ich bin müde. Bleiben wir noch einen Moment hier. Ist es nicht schön, wieder zu Hause zu sein? Das hier ist nicht mein Zuhause. Es ist ein Albtraum. Schade, dass es dir nicht gefällt, Mutter. Es war viel Arbeit. Eine reine Geldverschwendung. Warum hast du das alles für dieses dumme Unternehmen getan? Hör mal, ich weiß, du hast Angst. Das hätte ich auch. Aber ich werde hier sein, bis es dir besser geht. Besser? Weißt du jetzt etwa mehr als die Ärzte? Es wird nicht mehr besser. Verdammtes Armband. Hier. Was machst du denn? Du bist nicht mehr im Krankenhaus. Hier sind keine Ärzte. Ich kümmere mich jetzt um dich. Da steht ein Code auf dem Armband. Vielleicht kann man mit diesem Code die Vordertür öffnen. Ist das nicht die Stimme von Ethan aus Resi 8? Von dem Bauarbeiter? Weiß ich nicht. Ich bin super schlecht darin, Stimmen wieder zu erkennen, weil ja die Synchronsprecher auch ständig ihre Stimme also halt anders klingt. Ich krieg das super selten hin, Stimmen einem gewissen Spiel oder Film oder so zuzuordnen. Das fällt mir richtig schwer. Müsste man jetzt googeln, wer die synchronisiert hat hier. Hallo Mike, schönen guten Nachmittag. Oh nein! Oh, Ada. Tja, hat ja nicht lange gedauert, bis wir eine Leiche gefunden haben. Ada? So wie Lovelace? Süß. Danke für dein Follow, Mike. Willkommen. Okay, jetzt gucken wir uns mal das Haus an, ob das auch so hygienisch weiß von innen ist. Ah, nö. Das hat schon mehr was von Horror. Die neurale Kartierung ist vollkommen sicher. Was stimmt mit dir nicht? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Ich war in der Garage und habe gesehen, was du Ada angetan hast. Ada ist wohlauf und lebt. Das nennst du Leben? Sky, wie kommst du nur auf diese grotesken Ideen? Ich werde nicht auch eine deiner kranken Schöpfungen werden. Krank? Ich soll krank sein. Was glaubst du, wie ich so geworden bin, Mutter? Sky, hör mir zu. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich verbiete es. Ich bin immer noch deine Mutter. Hört ihr dieses komische Bellen? Das ist ja eklig. Eklig. Erst unten und dann oben? Ja, oder? Entschuldigen Sie, Sky. Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Soll ich... Was meintest du? My family. Du kannst mir auch anders sagen, dass ich langweilig bin, Julia. Entschuldigen Sie, Sky. Name des Exemplars? Ada. Rasse? Border Collie. Neuraler Upload-Status? Lebendig und gesund. Verdammte Scheiße. Fuck. Wer? Hundehalsband. Könnte das einem lebendigen Wesen antun? Dafür habe ich dich gestern extra erstellt und du hast ein super schönes neues Profilbild auf Discord, Julia.
Warte mal, ich will erstmal. Wollen wir das jetzt hier schon machen? Nach oben gehen? Oder viele genau? Erinnerungen. Oben. Oder wollen wir erstmal nach oben gehen? Ich weiß nicht, was oben vielleicht noch so passiert, aber ich habe Angst, wenn ich das jetzt hier mache, vielleicht, dass wir nicht mehr nach oben können. Versteht ihr mein Struggle? Die hat halt einfach ihre komplette Familie als Versuchskaninchen für ihre Technologie benutzt. Schon ein bisschen creepy, oder? Irritiert mich jedes Mal, wenn ich es sehe, aber es ist schön. Ich mag's auch. Möchten Sie vielleicht nach unten gehen? Zu den anderen? Vielleicht möchten Sie sich den anderen anschließen. Was hat diese Haus-KI eigentlich für ein Problem? Gerade eben schickt sie mich nach oben. Und jetzt sagt sie ich sollte nach unten. Ich könnte das Licht entsprechend anpassen. Sky. Ein Foto von Sky. Zimmer. Oh, das ist viel zu normal. Auf dem Zettel steht: Sky, tut mir leid, dass ich deine Trophäe kaputt gemacht habe. Es war irgendwie ein Unfall. Strich, 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 8. Oh, hier ist ein Code. Drehen? Ja, mach ich doch. Ich kann es nicht drehen, Chat. Hier ist ein Code versteckt. Wir haben schon die 4 und die 8, aber die anderen Zahlen fehlen uns noch. Und ich wollte gucken, ob das hier auf der Rückseite steht, aber ich kann das nicht drehen. Was macht man jetzt? Ach, hier kann ich es drehen. Aber nicht in der Großansicht. Oh, okay. Ist auch ein Code. Hey, wieso kann ich das nicht drehen, wenn es groß ist? 3699. Das hatten wir schon. Okay. Habe ich mir jetzt alle gemerkt.
Wo ist der Code für diese Tür? Na, ich habe mir doch gerade ganz viele Codes angeguckt. Ich weiß doch nicht, welcher Code für welche Tür ist. Hier war übrigens kein Code drauf, oder? Hier war 3699. Und da war 0811. Aber das weiß ich ja jetzt nicht. Ich kann ja hier nichts eingeben. Ich weiß ja nicht, welcher Code jetzt hier für welche Tür ist. Das war vorhin rot. Vielleicht finden wir hier drin jetzt den Code für die Tür oben. Sie betreten jetzt eine deiner kranken Schöpfungen. Ich lasse erstmal hier hinten die Spinne frei. Ich will die gern freilassen, aber ich habe Bedenken, wenn ich jetzt so runtergehe, dass die Chance hier verpasst ist. Ich lasse sie raus. Ups. Ja gut, ich habe sie von ihrem Leiden befreit. Ja, ich wusste das nicht, Julia. Ich dachte, ich lasse sie raus. Eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist ärgerlich. Bagley, irgendeine Idee, was ich da gerade sehe? Sagen sie alle. Ja, weil alle auch schon jemanden umgebracht haben. 5, 4, irgendwas, 8. Ist der Code. CTOS, AR, Datenrekonstruktion läuft. Neurale Kartierung wurde um 13.27 Uhr beendet. Testperson verstarb um 13.29 Uhr. Das ist eine Zeitspanne von 2 Minuten nach dem Scan. Eine erhebliche Verbesserung gegenüber früher. Du kannst dich glücklich schätzen, Mutter. Testperson bereit für neurale Löschung. Das kann ich hier gar nicht drehen. Doch, jetzt. Also das ist seltsam. Okay, hier ist aber keine... Kein Code.